So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play F0X. Dann beginnen wir mit Expertenschwierigkeitsgrad. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. You got boost power! Go far! Ding, 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 ding. 3, 2, 1. You got a boost power! Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Boost power!
go far away. Der Winkel war zu steil. Go far away. Gar nicht mal so übel. Ich dachte, es wird eine Herausforderung geben, aber da lag ich falsch. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. You got booster. So far away! Ding, 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 ding,
3, 2, 1. You got boost power. Finish! Excellent! Full place! Und ich dachte schon, in Silence würde ich mit ihm verlieren, weil er so langsam ist. Aber wenn man richtig Vollgas gibt, dann hat man eine Chance zu gewinnen. Und zwar alle Strecken. Und für mich persönlich ist auch Jack Cup der schwerste Cup. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, Queen Cup wird etwas leichter. King Cup erst recht. Joker Cup, abgesehen von Devil's Falls 3 und halt den X Cup, je nachdem. Ich hoffe, euch hat diesen Part gefallen. Das könnt ihr mit Daumen hoch bewerten. Und verpasst nur nicht die nächste Folge, da kommt wieder den Queen Cup. Platz 3 ist Dr. Clash, Platz 2 Michael Chain und Platz 1 Black Shadow. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.